Macron-Bündnis hauchdünn vor Linksallianz. Bei der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich kommt das Mittellager laut vorläufigem amtlichen Ergebnis auf 25,8% der Stimmen. Das neue Linksbündnis um den Politiker Mélenchon liegt mit 25,6% knapp dahinter. Die zweite Wahlrunde ist am kommenden Sonntag. Friedensforscher warnen vor atomarem Wettrüsten. Das Stockholmer SIPRI-Institut geht davon aus, dass die Zahl der Atomwaffen weltweit infolge der aktuellen Spannungen bald wieder ansteigt. Es gebe Anzeichen dafür, dass der Rückgang seit dem Kalten Krieg beendet sei, heißt es im Jahresbericht des Friedensforschungsinstituts. Ostdeutsches Wirtschaftsforum wird fortgesetzt. Gestern hatte Bundeskanzler Scholz dort Fehler beim Umgang mit russischer Energieversorgung eingeräumt. Man habe sich zu lange und einseitig auf Moskau verlassen. Bei dem dreitägigen Treffen im brandenburgischen Bad Sarrow wird heute Wirtschaftsminister Habeck erwartet. Änderungen am sogenannten Nordirland-Protokoll. Die britische Regierung will dazu einen Gesetzentwurf ins Parlament einbringen. Erwartet wird, dass sie die meisten der im Brexit-Vertrag vorgesehenen Zollkontrollen zwischen Nordirland und dem restlichen Vereinigten Königreich abschaffen will. Die EU lehnt Änderungen an dem Vertrag bislang strikt ab. Überparteiliche Einigung im US-Senat zu Waffengesetzen. Senatoren von Republikanern und Demokraten haben sich auf Maßnahmen zum besseren Schutz vor Waffengewalt verständigt. Zu den Vorschlägen gehört eine Überprüfung von Waffenkäufern. Am Samstag hatte es landesweite Proteste für strengere Waffengesetze gegeben. Das Wetter. In der Nordosthälfte wechselhaft und windig mit Schauern und kurzen Gewittern. Am Vormittag auch am Alpenrand noch Schauer. Sonst überwiegend freundlich und trocken, 16 bis 26 Grad.